Hallo zum dritten Video aus der Reihe der Osterausstellung des Bibelmuseums Münster. Mein Name ist Jan Gräfe, ich bin der Kustos des Museums. Heute möchte ich einige Exponate rund um Martin Luther vorstellen. Martin Luther ist bekannt für den Thesenanschlag 1517, die Übersetzung der Bibel ins Deutsche und für viele theologische Schriften. Das erste Exponat, das ich vorstelle, ist die Übersetzung des Neuen Testaments Luthers ins Deutsche aus dem Jahr 1522. Hierzu muss man kurz die Vorgeschichte kennen. Luther hatte 1517 die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Württemberg angeschlagen. 1521 wurde er von Papst Leo X. exkommuniziert und musste sich auf dem Reichstag in Worms vor Kaiser Karl V., Kaiser des Römischen Reiches Deutscher Nationen, verantworten. Nachdem Luther auf dem Rückweg vom Reichstag zu Worms von Friedrich dem Weisen zum Schutz auf die Wartburg entführt wurde, begann er als junger Jörg mit der Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche. Als Grundlage diente ihm unter anderem das griechische Neue Testament des Erasmus von Rotterdam. Luther zog neben dem griechischen Text aber auch hebräische und lateinische Werke heran. Er übersetzte sehr zügig und hatte bereits im März 1522, als er sein Exil auf der Wartburg verließ, ein druckfertiges Manuskript des Neuen Testaments fertig. Luther war bei seiner Übersetzung wichtig, die Sprache des Volkes zu sprechen. Ein gutes Beispiel hierfür ist, dass er mit Hilfe des Numismatikers Wilhelm Reifenstein die griechischen Münzen des Neuen Testaments mit der aktuellen Währung seiner Zeit ersetzte. Lukas Cranach und Christian Döring kümmerten sich um die Verlegung des Buches. Cranach fertigte zudem einen Zyklus von 11 Holzschnitten für die Illustrierung der Apokalypse an. Die Schnitte der ersten Auflage waren noch eine unmissverständliche Polemik gegen den Papst. So schmückte das Haupt des Tieres aus der Tiefe, Offenbarung 11,1, als Anlehnung an die Tiara des Papstes eine dreifache Krone. Bereits in der zweiten Auflage im Dezember desselben Jahres wurde durch das Wegschneiden die dreifache Krone in eine einfache verwandelt, um die direkte Verbindung zu entschärfen. Für den Druck wandelte sich Luther in Melchior Lotter. Innerhalb von 5 Monaten konnten 3000 Exemplare fertiggestellt und auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt werden. Bezeichnend für die Brisanz des Werkes ist, dass in der ersten Ausgabe weder die Namen Luthers, der Verleger oder der Drucker genannt wurden. Trotz eines vergleichsweise hohen Preises von 1/2 Gulden war die Nachfrage derartig hoch, dass bereits im Dezember 1522 eine zweite, überarbeitete Auflage erschien. Die vorliegende Ausgabe ist aus dem Jahr 1524. Auffällig ist hier, dass sich auf der letzten Seite nur die Namen der Drucker und der Druckort finden. Gedruckt zu Wittenberg Melchior und Michael Luther, Gebrüder. Neben dem Text sind Kommentare Luthers zu erkennen, in denen einzelne Wörter erläutert werden. Türkenbibel 1772. Neu in der Sammlung des Bibelmuseums ist ein Werk von Jakob Friedrich Megalin, das nicht unkommentiert im Museum stehen bleiben kann, da es zeitgeschichtlich eingeordnet werden muss. Es handelt sich um die türkische Bibel oder des Koran allererste deutsche Übersetzung. Gedruckt wurde das Werk 1772 bei Johann Gottlieb Kabe, also knapp 90 Jahre nachdem das Osmanische Reich zum dritten Mal in der europäischen Geschichte vor den Toren Wiens kämpfte. Seit dem Vordringen des Osmanischen Reiches bis nach Wien im Jahre 1529 war die islamische Gefahr aus dem Osten mit den Türken verbunden. Daher wird auch der Koran mit den Türken gleichgesetzt. Er heißt daher die türkische Bibel. Megalins Arbeit ist nur der erste Druck einer deutschen Übersetzung aus dem Arabischen. Die genannte islamische Gefahr ist allgegenwärtig und Megalin zeigt bereits vor dem Titelblatt seine Haltung. Ein Porträt des Propheten Mohammed trägt den Untertitel Mohammed, der falsche Prophet. Wichtig ist das Vorwort, in dem der Autor seine Absicht bzw. seine antislamische und auch antijüdische Geisteshaltung klar formuliert. Zitat: Sowohl den Antichrist Mohammed als auch sein Lügenbuch, den Koran, besser kennenzulernen und Gott zu bitten, diesem gewalttätigen Reich und seiner abergläubigen Religion im Koran bald ein Ende zu machen. Die Reaktion der Fachgelehrten der Zeit ließ nicht lange auf sich warten. Bereits im gleichen Jahr erschien in der Zeitschrift Allgemeine Deutsche Bibliothek in Band 17 eine vernichtende Rezension. Hier heißt es: Herr Professor Megalin versteht weder genug Arabisch noch Deutsch und Deutsch am wenigsten. Auch Johann Wolfgang von Goethe, der sich intensiv mit dem Koran beschäftigt hat, kannte das Werk Megalins. Er schreibt hierzu in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen: Wir wünschen, dass einmal eine andere Übersetzung unter morgenländischem Himmel von einem Deutschen verfertigt würde, der mit allem Dichter- und Prophetengefühl in seinem Zelte den Koran läse und Ahnungsgeist genug hätte, das Ganze zu umfassen.
Heerpredigt Luthers. Die Türken waren zu Beginn des 16. Jahrhunderts als islamische Gefahr gegenwärtig. Denn das Osmanische Reich vollführte eine Expansionspolitik und bedrohte Mitteleuropa. Der Kaiser, die Fürsten und Städte mussten reagieren und konfessionsübergreifend Bündnisse eingehen, was de facto der Reformation nutzte. Martin Luther hat sich in mehreren Schriften mit den Türken und dem Koran beschäftigt. Den Koran kannte Luther zunächst nur vom Hörensagen. Erst 1542 hatte er Zugang zur handschriftlichen lateinischen Übersetzung des Koran von Robert von Ketten aus dem 12. Jahrhundert. Luther befürchtete, wie viele seiner Zeitgenossen, den Weltuntergang und sah die Türken als Strafe Gottes an. Dies zeigt sich auch in der hier vorliegenden zweiten Schrift, eine Heerpredigt wider den Türken, gedruckt 1530. Luther fordert zum Kampf gegen die Türken auf, auch wenn es kein Glaubenskrieg sein solle. Man solle, Zitat, mit Freuden die Faust regen und getrost dreinschlagen, morden, rauben und Schaden tun, Zitat Ende. Zur Weltuntergangsstimmung passt, dass Luther in seiner Argumentation die Offenbarung des Johannes heranzieht und die Türken mit der vierten Posaune gleichsetzt. Zitat, weil aber zu dem Türke, der noch so groß und mächtig ist und im römischen Reich sitzen soll, müssen wir ihn in demselbigen suchen und unter den Hörnern des vierten Tiers finden. Zitat Ende. Luther mahnt in Gefangenschaft geratene Christen an, treu im Glauben zu bleiben und gibt Soldaten Anregungen, sich im Gebet zu rüsten. Es wird deutlich, dass der Papst der Antichrist ist, die Türken sind Diener des Teufels. Es heißt, Summa, wo wir hinkommen, da ist der rechte Wirt, der Teufel, daheim. Kommen wir zum Türken, so fahren wir zum Teufel. Bleiben wir unter dem Papst, so fallen wir in die Hölle. Eitel Teufel auf beiden Seiten und allenthalben. Zitat Ende. Die Flugschrift weist im Einband eine Besonderheit auf. Als Einband wurde eine Seite einer Inkunabel, eines Missale Romanum, also ein römisches Messbuch, verwendet. Der lateinische Text handelt von Ezekiel 37, 6-14 und der Erläuterungen zu weiteren Propheten. Lutherbrief an Specht. Luther schreibt in diesem Brief einen Hochzeitsglückwunsch an den Schuldirektor und späteren Pfarrer Nikolaus Specht in Bautzen. Er gratuliert ihm hierdurch Anton Lauterbach, einem Anhänger Luthers und Reformator, zur Vermählung, da er selbst nicht an der Hochzeit teilnehmen kann. Als Geschenk schickt er ein Bildnis von dem heiligen Mann, Johannes Hus, das heute leider nicht mehr erhalten ist. Johannes oder Jan Hus war ein vorlutherischer Reformator, böhmischer Theologe und Prediger. Er kritisierte in seiner Lehre den weltlichen Besitz der Kirche und die Habsucht des Klerus und dessen Lasterleben. Als er dann während des Konzils von Konstanz 1415 seine Lehren nicht widerrufen wollte, wurde er als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Er soll, bevor er verbrannt wurde, gesagt haben, heute bratet ihr eine Gans, aber aus der Asche wird ein Schwan auferstehen. Tschechisch Hus für Gans. Dieser Ausspruch wurde später auf Martin Luther gedeutet, sodass der Schwan zum Symbol für Luther wurde. Die nach Jan Hus benannte Bewegung der Hussiten geht zum Teil auf sein Wirken zurück. In Tschechien wird er als Nationalheiliger verehrt.